Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem vielleicht ersten richtigen Lecture. Und ist es ein Hotel? Mini-Hotel kann man auch eher sagen. Warum hat man schon eine Plattform oder ein herausstehendes Holz gesehen? Das soll die Fensterputzplattform sein. So. Da werden wir auch gleich nochmal hingehen. Aber erstmal in die Eingangshalle. Mit Zierungen von Pflanzen, Glowstone, Wasserfälle hätten vielleicht nicht unbedingt nötig sein müssen. Aber dann kann man sich baden. Was doch auch was Gutes. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Nein. Ugh. Hier kann man halt sitzen. Vielleicht wenn man auf jemanden wartet. Oder wartet, bis man dran ist. Oder irgendwas. Und dann kommt man hier rein. In die Rezeption. Eigentlich hier. Aber haha. Weil wir es können, springen wir da durch. VIP-Schlüssel 1, 2, Zimmerschlüssel A, B und der Generalschlüssel. Also sind nicht so viele Zimmer. Aber ich denke mal doch, dass es ganz in Ordnung ist. So, und hier sind halt die Damen- und Männertoiletten. Habe ich mir sehr einfach gemacht. Einfach nur Wasser und Knopf. Wenn du da drauf drückst, soll es halt die Spülung sein. Aber für so ein richtiges Rohrsystem hätte ich dann doch vielleicht zu lange gebraucht. Ja, wieder genau dasselbe auf der Damentoilette. Eigentlich dürfte ich da gar nicht drin sein, aber ich war es doch. Haha. Hier ist halt von den normalen Gästen das Zimmer A mit Bett, Truhe, Werkbank und Jukebox. Und dann hat man hier noch eine Aussicht auf die Nacht. Ja, dann geht man. Also, das ist genau dasselbe. Überall der Name ist dann das Zimmer B. Hier kommt man zum VIP-Bereich, aber da uns das Hotel gehört, sind wir oberster VIP und dürfen hier einfach reinmarschieren. Wer sich noch an mein erstes Let's Mini-Show erinnert, das hier ist die Tanzfläche. Fernseher, wie gesagt, gibt es in meinem Kopf nicht. Ist schade, aber ist so. Oder gibt es da ein Mod für? Ich weiß es gar nicht. Das könntet ihr mir ja mal verraten unten in den Kommentaren, ob ihr wisst, ob es einen Ort gibt, wo man einen Fernseher in Minecraft hat. Würde mich mal interessieren. Ja, hier ist der Pool. VIP 1. Der Unterschied zwischen den und den anderen Zimmern ist, hier sind Bilder aufgehängt. Bücherregal, doppeltes Bett, die doppelte Truhe. Und dann hat man hier noch einen Balkon mit einem kleinen Pool. Genau, selbst hier. Geht schneller. Hier sind wieder die gleichen Bilder, fand ich, die sehen am besten aus. Ja, Bücherregal, Doppelblätter und Pipapo. Ja. Dann könnte man meinen, dass es das schon gewesen wäre, war es aber nicht. Weil wenn es das jetzt schon gewesen wäre, dann hätte man sagen können, boah, das ist ja wieder nur so ein Let's Mini-Show. Ach, das ist ja Sonnenaufgang. Ob das uns jetzt nicht interessieren, denn wir gehen in die Nebengasse. Und oh mein Gott, ich brenne. Ah, nein. Doch nicht. Halt von einer dunklen Streitenlasse soll das sein. Dann kann man hier reingehen. Normalerweise sind hier Eisengitter vor, aber haha. Wir können einfach trotzdem durchrennen, weil wir awesome sind. Dann kann man hier hochgehen. Dann sollten hier wieder Eisengitter sein, aber die könnten uns eh nicht aufhalten. Dann geht man. Hier ist das halt das Dach von dem Hotel. Und das hier ist die Fensterputzplattform. Wenn man das hier drückt, dann sollte die eigentlich runtergehen bis halt zum Fenster. Dann könnte man das waschen. Aber dass das bei Minecraft eh nicht gibt, hat man verkackt. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat das Hotel gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Repeater. Ciao.